Jeder mag ein süßes Panda-Baby. Ja, oder ja, was weiß ich, oder so einen kleinen Knut oder sowas. Das sind ja auch immer Punkte, die mich irgendwie voll aufregen. Ja, aber das ist auch kein nettes Thema irgendwie. Wenn wir uns jetzt darüber ablästern, dass wir so diese Baby-Tier-Hypes nicht gut finden. Ich hasse auch diese Katzenbilder und sowas. Och, so eine süße Katze. Oh, das ist so niedlich. Ah, es gibt davon schon ganz süße, aber das ist halt auch so, wird alles auch so hochgehypt. Ich kenne nur so Katzen, ich hasse diese Drecksbilder. Kriege ich echt immer Anfälle. So mittelschwere. Mittelschwer, ja. Boah, das ist hier viel zu dunkel. Ich brauche mal so Licht. So, ah, Licht. Hey, Halleluja. Es leuchtet. Blau? Nee. Hier so Lichtfarben. Lichtfarben. Kennst du das etwa nicht? Lichtfarben. Nee, ist jetzt nicht ganz so geläufig. Also, die bekannten Lichtfarben werden gemacht aus Licht und aus Farben. Fertig. Achso. Freut mich, dass ich mir was beibringen konnte. Das ist ja spannend, nicht. Ja. Doch, so, also eigentlich ist es voll das gute Thema, aber nicht jetzt. Vielleicht von anders. Hast du die halben Blöcke auf eine halbe Ebene gemacht oder auf eine volle Ebene? Auf eine volle, also auf die obere, oder draufstellen kann. Also damit man direkt was draufstellen kann? Yep. Scheiße. Weil sonst kannst du ja keinen Zaun drauf bauen, beispielsweise. Ja, ist eigentlich korrekt. Ja, das gefällt mir besser hier. So, und jetzt muss ich mal gucken. Ich wollte ja immer noch mal eine Treppe hier anbauen. Aber ach, wie kriege ich das jetzt hin? Ah, es wird Tag. Sehr gut. Das Tageslicht ist mein bester Freund. Also, gibt es irgendwelche Filmklassiker, die jetzt so irgendwie ein bisschen was man gesehen haben sollte? Filmklassiker. Also jetzt ältere Filme, nicht so hier von wegen der neue James Bond oder so, sondern gibt's bestimmt mehrere, aber ich bin auch gar nicht so ein Typ, der ganz viele Filme guckt. Ich bin ja mehr der Serienmensch, wie du ja schon mitbekommen hast. Okay, also ich bin mehr so der Filmmensch. Also da kann ich dir jetzt irgendwie keine Auskunft zu geben. Okay, gut. So, mal gucken, wie das jetzt wird hier. Ist das gut? Ich weiß es nicht. Na, mal gucken. Düpp. So, ist irgendwas Neues an Spielen rausgekommen, was man haben sollte? Ich weiß nicht. Nee, im Moment ist tot, was das Ganze angeht. Also zumindest fällt mir jetzt spontan nichts ein. Also die großen Spiele-Hits. Wo ich jetzt sage, oh, das ist jetzt was supergeiles released worden. Ist ja meist immer zum Anfang des Jahres eher und dann nachher, Scheiße. Sobald die E3 ist und die Gamescom war und sowas alles. Okay. Dann worüber könnten wir noch philosophieren? Wollen wir über Familiengründung reden? Können wir machen. Ich glaube ja nicht. Nee, brauche ich gerade nicht. Wieso, hast du schon? Nein. Ich habe einen nervigen Neffen. So, okay. Wer noch weiß, wie alt ich bin? Das haben wir ja irgendwann schon mal geklärt gehabt, ne? mein Bruder ist 2 Jahre jünger als ich. Jetzt suchen alle, oh Gott, wie alt war er gleich? Ja, scheiße. Das ist ein Rätselspiel, ne? Achso, ja. Und er ist seit, warte, wie alt ist der Alex jetzt? Ich glaube, Moment, 4 müsste er sein, oder? Er ist ja sogar schon 5, ich glaube 4. Ich bin gerade überfragt, ich glaube 4. Wenn du das nicht weißt? Ah, scheiße, ich weiß nicht, wie alt mein Neffe ist. Ich gehe mich jetzt töten. Mach mal, wir warten hier so lange. Peng! Hallo ja, Freunde, der Barnas wird heute leider nicht mehr kommen, der hat sich gerade erschossen. Aber egal, worauf wolltest du denn hinaus?
Ja, mein Bruder ist jünger als ich und, also sehr viel jünger und ist schon Papi. Ich bin 25, ich bin, ja, oh, verdammt, ich hab's verraten. Nein, das muss ich wieder schneiden. 85. Ja, mein Bruder ist 23 und mit 19 Vater geworden, ne? Ist schon total cool. Ja, das soll es alles geben. Ist schon ziemlich früh, finde ich. Ist aber auch alles so eine Geschmackssache. Und wenn die Familien bereit dazu sind, warum nicht? Naja, klar. Also ich persönlich finde ja, dass Leute ruhig so früh, wie sie wollen, Kinder bekommen können. Aber die Grundlage muss halt irgendwie da sein, ne? Also nicht jetzt. Also nicht den ganzen Tag RTL laufen und arbeitslos zu Hause hocken, sondern man sollte auch einen Job haben, womit man die Familie ernähren kann. Genau, richtig. Also ausgelernt sein am besten noch und dann ist mir das alles egal. Dann sollen die doch machen, was sie wollen. Dann können die ihren Samen in die Welt tragen, wo sie wollen, ne? Ein Kumpel von mir ist auch kaum älter als ich, also ein Jahr. Und der hat auch schon ein Kind und der ist damit aber auch glücklich. Ich muss sagen, ich hätte auch gern ein Kind. Also ich wäre auch gern Vater. Ich mag nämlich Kinder. Ja, also ein Problem hätte ich damit auch nicht, aber vielleicht auch noch alles ein bisschen früh. Also für mich persönlich jetzt einfach. Ich weiß nicht. Man muss ja auch immer gucken, wie es kommt, ne? Und mit wem vor allen Dingen. Ja. So eine Beziehung, 3 Wochen, ha, Frau schwanger, geil. Geil, jawohl. Jetzt Strike. RTL. Ungewollt schwanger. Ja, also auch da sollte man natürlich mal genauer hinschauen. Schwanger auf den ersten Schuss. Ja, quasi. Treffbar versenkt. Soll's alles geben. Ja. Jetzt gib mir doch mal ein Zweierbild, du Arsch. Hier hast du zwei Bilder. Nicht zwei Bilder, ein Zweierbild. Aber wie gesagt, gegen Kinder selber habe ich so auch nix und ich könnte mir das auch ganz gut vorstellen. Dachte ich gerade da vorne, es wäre ein Zombie, dabei war das ein Dorfbewohner. Na, ja, die sehen irgendwie komisch aus, ne? Ja, die sind irgendwie voll gruselig. Alter, das gibt es doch nicht, du Scheißbild-Ding. So. Ich will ein Zweierbild. Alter, will mich doch verarschen hier. Dass die Bilder dann immer so hässlich wegbacken. Ja. Das ist bei den Bildern echt ein Fluch. So, also der Weg ist soweit erstmal ausgelegt. Ich bin jetzt gerade noch am Brückenbau. Okay. Ach, ich habe ja sogar noch ein paar Zeilen. Hey. Ich muss mir nur gerade nochmal die Grundkonstruktion der anderen Brücke anschauen. Dass ich die auch richtig setze dann, ne? Jo. So ein ehrliches Plan. Nicht so ein räudiger Bullshit, wo alles anders aussieht. So. Wir sollten ja auch mal irgendwann ein Labyrinth bauen. Hast du doch schon. Also nicht hier drin, aber hast du ja schon mal gemacht. Ja. Daran erinnere ich mich noch. Ja, ich war aber auf keinem Server, das war auf auf meiner Privatwelt, wo ich alleine mal gespielt habe. Ja. Ziemlich am Anfang von Minecraft. 2, 3, 4, also 4 Felder hoch und dann oben Glasblöcke drin, okay. Alles klar. Alles klar. Also und da hinten, da hast du's einen Abschluss so gemacht. Okay, dann muss ich da auch nochmal ran. So. Läuft, läuft, läuft. Läuft, läuft? Läuft, läuft. Roger, roger. Okay, okay. Mal schauen, was könnte man denn noch so an Sachen belabern, bequatschen? Man kann ja auch in Minecraft, kann man ja auch Bücher schreiben. Da braucht man ja dann irgendwie eine Feder und ein Buch, oder? Also man kann die beschreiben. Wie das genau läuft, kann ich dir nicht sagen, aber ich weiß, man kann sie beschreiben. Ich glaube, ich werde mir mal irgendwann ein bisschen Zeit nehmen und hier mal ein Buch schreiben. Das darf Yubi dann verlesen. Hast du ordentlich mit zu tun. Und ich auch, wie scheint. Ja, Yubi darf das dann verlesen. Das wird voll die epische Geschichte. Es war einmal in einem Land vor unserer Zeit. Ich schreibe einfach irgendein Buch, was ich da hab, ab. Und dann, boah, Ballas, das war ja voll die epische Geschichte. Ja, habe ich mir selbst ausgedacht.
Die Story ist auch garantiert nicht geklaut. Nein. Die machen sowas. Also, die Geschichte geht folgendermaßen. Einmal im Fan. Aber die kenne ich doch schon, die Geschichte. Die ist doch nicht mehr neu. Ach nicht? Mhm. Okay, dann lass mich eine andere Geschichte schnell schreiben. Moment. Vor langer, langer Zeit im Fanlager. Sand. Ich glaube, du gibst dir gar keine richtige Mühe. Ich habe keinen Sand mehr. Nein. Ja, ja, Juvi hat keinen Sand. Aber Sand gibt's doch am Meer. Ich glaube nicht. Sand gibt's wie Sand am Meer. Also eigentlich nur am Meer. Weißt? True Story, Bro. Traurig, aber warm. Zack, zack. Warum habe ich hier 1000 angefangene Kiesblöcke? Ich meine natürlich nicht Kiesblöcke, sondern Kiesstacks. Ja, bin über den Pool gefallen. Da bist du ja jetzt nass. Na, jetzt komm doch da raus. Ach, das ist genau das, wo die Strömung hier ist, oder? Ja, genau. Juwel trinkt in seinem Pool. Aber irgendwie ist die Strömung größer geworden. Das war, glaube ich, mal bloß eine Ecke. Naja, kümmern wir uns später drum. Ich weiß nicht, in wie vielen Ecken von dir es da rumströmt. In allen. In allen. La la la, so. Und zack und zack. Ja, oh Gott, hey, wieso klicke ich eigentlich? Das ist voll doof. Ja. Und so, und so, und so, und so, und so. Das macht so einen Spaß. Echt? Nein. Ist ja voll geil. So. Zack. 1000 Zäune gebaut. Ich bin so glücklich und so froh. Ja, toll. Und ich gehe jetzt gerade ohne Schaufel los Sand holen. Das war ja auch wieder eine ganz famose Idee. Okay, ich erzähl mal schnell einen Witz. Ich gebe meine Witze zum Besten, ne? Wenn es sein muss. Ist ein sehr lyrischer Witz. Ein Meisterwerk der Dichtkunst praktisch. Ich freue mich schon total drauf. Zwei Kerle stehen auf der Brücke, ne? Sagt der eine zum anderen: Ich stehe auf der Brücke und spuck auf den Kahn, damit meine Spucke Kahn fahren kann. Sagt der andere: Ich stehe auf der Brücke und steck mir den Finger in den Arsch. Aber es reimt sich ja gar nicht. Nee, aber es dichtet. Oh. Oh. Alter. Raus. Ich finde ihn gut. Furchtbar. Man merkt, dass du mit deinem Vater unterwegs warst. Den kenne ich schon länger. Achso. Habe ich aber auch von meinem Vater. Ja. Schlimm genug. So sind sie, die Bayern. Nee, mein Vater. Und eigentlich sind wir ja Ossis. Ja, ja, ich weiß. Also Ossi-Bayern. Ich bin ja mehr oder weniger so ein Halb-Bayer und mehr oder weniger ein Halb-Ossi, weil ich bin ja noch im Osten geboren, zu Ostzeiten, aber wohne eigentlich seit 100 Millionen Jahren, gefühlt, auf der guten Seite der Macht. Oh, es geht ein Nyan-Cat auf. Nein, nein, bitte nicht. Okay, 16, das heißt, 8 ist die Hälfte, das heißt, 6, 1, 2. So. Oh Mann. Jetzt hab ich mir gerade mal Sand gefarmt, so. Was? Was, was? 3, 4. Ja. Oh, was hinsetzen? Oh, so rum. Das muss dann wieder runter. Halt nicht alles, nur der eine. So. So. 1, 2, 3, 4. Ja, jetzt passt's. Ups.
Ups, du solltest da nicht hoch. Komm runter. So, okay. Nyankit steht am Himmel. Yay! Ganz toll. Ich sehe sie nicht. Huch. Was denn? Warum höre ich hier einen Enderman? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade den Enderman-Sound, als ob er aggressiver und aggressiver wird, gehört. Gruselig. Ja. Ich habe mir ein bisschen in die Hose gemacht. Kann ich mir vorstellen, ehrlich gesagt. Hier ist mit Schafen kuscheln. Womit wir wieder bei den süßen Tierbildern werden. Genau. Scheiße. Ich bin auch ein Anhänger davon. Ja, man wird ja dazu verleitet dann wahrscheinlich. Ja. So, ich baue jetzt doch nochmal ein bisschen mehr um hier. So, das Eck, das Eck. So, ich brauche jetzt Glas. Na, Glas haben wir genug. Tüdelü. Ich habe noch zwei Glasscheiben. Hast du noch Glas? Glas findest du bei dem einen Haus hier, bei dem Ratshaus auf jeden Fall en masse. Okay, hast du noch was? Ich habe auch noch was, ja. Das Rathaus ist ein riesen Umweg. Kannst du dir gleich mal meine Umbauten angucken, wenn du schon mal hier bist. Warte, ich schau mal, hast du dein Lager umgebaut? Nee, das Lager ist so. Dann habe ich keine Umbauten gesehen. Ja, bist du schon wieder raus, oder was? Nein. Ich wollte dich nur ein bisschen verarschen. Da ist Schnee, da ist Erde, da sind Steine. Was denn, Glas bei drin? Bei Sand. Sandzeugs.